Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen die Total War Saga, ja, Thrones of Britannia. Wir sind immer noch die Sederea oder Süderea und ja, unter der Herrschaft von König Eirik, der immer noch lebt und voreingenommen, heldenhaft. Dieser Mann ist nicht in engstirnigen Denkweisen gefangen. Aha, hervorragend. So, ich habe jetzt auch schon wieder ein, zwei Tage nicht gespielt, aber die Ulites haben uns ja in den Rücken gestochen. Wir haben ein bisschen zurückgekämpft. Wir hatten ja hier die Schlacht und Dunat. Und dann bin ich einfach, weil ich so schnell wie möglich hier unten sein wollte, habe ich die Armee nach unten gezogen. Der König hier, Eirik, hat es doch ein bisschen erwischt. Jetzt geht's mittlerweile wieder, aber seine Einheiten waren doch sehr dezimiert. Die Krieger sind bereit. Und denen ihre sind auch gerade ganz schön dezimiert. Feindliches Blut wird fließen. Was passiert, wenn wir plündern? War nicht. Doch da. Lokale Provinz, das würde ich eher gerne gar nicht machen. Aber versuchen wir es einfach mit den angeknacksten Einheiten. Verlasst euch auf uns! Ihn fertig zu machen. Aufbrechen! Leid über unsere Feinde! So. Das ist Verwandter oder was das ist? Was ist das Symbol da überhaupt? Die Flammensymbolen. Diese Männer sind unerfahrene Seeleute und erleiden im Kampf auf See diverse Strafen. Ah, okay. Sind aber nicht auf der See. Oder sind sie gerade auf der See? Weil hier wird auch gerade so ein Bootsymbol angezeigt. Hä? Sind die zum Teil schon auf Wasser? Und wir greifen gerade die Armee auf dem Rückzug an? Ah, ich muss das mal gucken. Wir checken das mal. Machen wir manuell. Das würde mich jetzt mal interessieren. Weil bei den zwei Kavallerieeinheiten war auf jeden Fall... Ja, die sind schon auf dem Wasser. Die wollten sie wohl verpieseln. Nicht mit mir. Das habe ich aber... Ich kam ja vom Land. Wäre jetzt echt doof, wenn die KI mich hier auf die Seeseite steckt. Auf jeden Fall ist das jetzt mal eine Schlacht, die ich noch gar nicht hatte. Halb auf dem Land, halb auf dem See. Ja, bin gespannt. Wen haben wir gerade überhaupt? Ach, wir haben Ketil. Das heißt, in der anderen Armee müsste Harkon sein. Genau, die beiden Söhne von Eirik. Wenn die natürlich auf dem Wasser sind, das wäre natürlich super, wenn unsere Bogenschützen mit Brandpfeilen in der Nähe wären, dann schön die Boote anstecken könnten. Klingt jetzt so in meinem Kopf ganz gut. Brandpfeile, Boote, Holz, Feuer, Leute, die brennen und schreien. Hört sich gut an. Aber ich denke mal, es wird wieder eine Umsetzung hapern. Gucken wir mal. Kommando. Also richtig effektiv ist der auch. Doch, eben. Die ist durchmischt. Und eine stärkere Hingabe als. Aber keinen Einfluss. Gucken wir mal. Gefechtsstab. Ich bin gespannt. Regen ist schon mal scheiße für meine Brandpfeile. Wir warten nochmal eine Runde. Warum ist der Fall so groß? Nebel ist auch nicht so optimal für Bogenschützen. Ach, scheiße. Ich warte noch einmal. Ach, ja, ich wollte Regen haben. Das ist egal. So. Oh, zurzeit ist der Feind im Vorteil. Axtkämpfer. Von Odin auserwählt. Axtkämpfer. Ja. Axtkämpfer! Jetzt habe ich alle in der Hand genommen. Oh. Speerkämpfer! Befehligt uns! Reiter! Zur
Schlacht bereit! So, unsere Verstärkung kommt von wo? Wir haben nicht alleine angegriffen. Noch nicht lebensmüde. Aha. Speerkämpfer! Pause. Aber wo ist meine Verstärkung bitte? Da kommt sie. Alles. Ups. Lass die Schlacht beginnen! Kavallerie! Geschosse! Ziele anvisieren! Selbstverständlich! Na los, die Bogenschützen können wir uns da schnappen. Einheiten wurden entdeckt! Die anderen bitte. Mit dem Feind. Abflug. Und ihr bitte mal ein bisschen schneller hier. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Sucht euch eure Ziele, Wasser antreiben. Wo ist die Schlacht? Los, Kavallerie. Los. Reiter. Keilformation. Ich weiß nicht, was ihr macht. Was macht ihr? Ihr sollt da reinmarschieren. Klappt natürlich hier gar nicht. Macht sie nieder. Ja, jetzt aber. Oh, sie werden seitlich weggeballert. Das nimmt den Schwung raus. Yeah, schön durchgeritten. Was haben wir hier? Oh, die müssen weg. Die Männer sind erschöpft. Schlachtbefehl! Bogenschützen! Tempo steigern, Männer! Bogenschützen! Macht sie nieder! Zieht das Tempo an! So, wir brauchen mal Leute hier. Hopp, 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 hopp. Bewegung, Männer! Wir hatten doch hier noch Reiter. Reiter! Tötet sie alle! Rosse antreiben! Seht ihr, sie fliehen vor unserer Macht! Wir können sie besiegen! Kavallerie! Also dann rein! Sie sollen verrecken! Versuchen wir da nochmal die Reiter hochzunehmen. Lenker. Ach. Komm, dann brauchst du gar nicht mehr reinstürzen. Das ist weg. So, was haben wir hier? Mal kurz auf Pause. Da werden wir nicht schon angegriffen. Okay, wo sind meine Bogenschützen? Sagen, machen hier die Linie, den greifen wir an und die sind immer noch am Laufen, die Armschweine. Und da wird auch ganz schön gut dezimiert. Wir können nicht weitermachen. So, Feuer frei.
nicht wartet. Lasst sie bezahlen! Reiter! Erledigt sie! Gegen die ganz guten die Rennen. Im Vollgalopp! Dann holen wir uns dann nochmal die Bogenschützen. Ach, unser General wird ganz schön geärgert. Ich wollte schon sagen. Bogenschützen. Bogenschützen. Noch mehr Bogenschützen. Geschosse abfeuern! Unser General wird angegriffen! Truppen. Wir brauchen da Truppen. Nieder mit dem Feind! Tacke. Steigern, Männer! Berserker! Wir sind erschöpft! Hopp, hopp, Krieger! Geschosse abfeuern! Hier kommen sie! Reiter! So, ist auf den König da. Können wir unseren König irgendwo... Nee, er kann nur... Bogenschützen! Wir stehen unter Beschuss! Tod von oben! Ruhm und mein Schwert! Eure Eingeweide! So, Verstärkung kommt. Seht ihr! Sie fliehen vor unserer Macht! Kavallerie! Ah, sie sind ganz schön mitgenommen. Aber der König, bei denen sieht es auch nicht gut aus da. Oder beim Anführer. Ich weiß, ihr seid erschöpft, Jungs. Kavallerie! Na, da läuft gleich der erste. Mit 17 Einheiten. Außer Atem, begeistert, immer noch am Kämpfen. Unsere Männer fliehen vor dem Feind! Das ist eine Schande! Schade. Da verlieren wir unsere Kavallerie. Geschosse, nachladen! Oder? Bogenschützen! Vielleicht können wir es nochmal umbiegen. Kavallerie! Erledigt sie! Ah, es geht vielleicht. Bogenschützen! Lass die Schlacht beginnen! Tempo steigern, Männer! Zieht das Tempo an! Oder nicht da. Hopp, hopp, Krieger! So. Wir können nicht weitermachen! Axtkämpfer! Unsere Männer haben sich versammelt! Die ausgewählt! Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten! Genau, verreckt doch endlich mal! Von Odin auserwählt! Schade, wir kriegen halt auf die Mütze mit unserer Kavallerie. Hier, Bogenschützen. Bogenschützen. Egal, wo meine Leute töten. Bogenschützen. Tod von oben. Speerkämpfer. Fahnenangriff. Die Männer wurden besiegt. Sie verlassen das Schlachtfeld. Ja, unsere Kavallerie wartet sich gerade. Feindliche General ist zwar tot, aber unsere Kavallerie ist dahin. So. Eure Befehle. Anvisieren und schießen. Speerkämpfer, erledigt sie. Berserker. Der Feind hat die Flucht ergriffen. So, aber der Feind hat langsam keine Chance mehr. Jagt sie fort! Speerkämpfer! Haarscharf vorbei! Speerkämpfer! Erledigt sie! Wo ist die Schlacht? Los, töten, töten, töten! Sie fliehen vor unserer Macht! Schade, ich glaube, die KI hätte das besser geschlagen. Ich weiß nicht, ich hätte entweder gleich an den Strand gemusst, aber nicht auf die breite Linie, die hätten sie mich gekillt. Vielleicht so eine Flanke.
Aber dann hätte man eine Verstärkung Ewigkeiten gebraucht. Oder ich hätte ganz easy peasy mich erstmal hier in den Wald stellen können. Oder in den hier und dann warten auf Verstärkung. Aber ne. War trotzdem interessant. Also sowas hatte ich mir hier noch gar nicht. Und ich glaube, eine Seeschlacht hatten wir auch noch gar nicht. Aber ich denke mal, hier den Herrn haben wir... Da ist doch ein König. Das wäre ein zweiter Herrscher. Ich glaube, oben haben wir auch schon einen gekillt, oder? Ja, 490 Leute haben wir verloren. Und die Armee komplett ausradiert. So. Feindliches Blut wird fließen. Ah, das ist Ketil. Mausert sich langsam. Zum guten Herrscher. Dienen bis zum Ende! Harkon und Ketil. Hat man noch ein, hat man nicht noch eine vierte Armee? Ach, da hinten. Gehen wir auf die Diplomatiekarte. Jetzt ist es mal besser. Ja. Hier gibt es mal wieder eine Rebellion. Aber die Kollegen haben sich nicht drum gekümmert. Und unser Nachbar, der hat sich hier jetzt ein Dorf von Stratklut eingenommen. Ja, weil wir haben ja hier, hat der Stratklut ihre Linien gehalten. Und wir hatten ja Frieden gemacht, damit wir gegen Ulaid kämpfen können. Ja, mal gucken. Dann kommt unser Freund und spielt so ein bisschen Puffer, weil er den hier eingenommen hat. Gegenüber Northumbrien. Und die haben ja... Ja... So, und Ulaid wird mich jetzt auch kennenlernen. Ah, das müssen wir auch noch einnehmen. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier gleich mal in den Hafen ein. Ah, nicht gleich, aber... Das wird ja wieder bestimmt ein Jahr dauern, bis ich überhaupt da in der Nähe bin. Verlasst euch auf uns. Haben wir Korn übrig? Team mal vernünftige Kavallerieeinheiten. Ich bin nur ein Fuck. Fuck. Geil, lass mir den anderen erstmal offen. Damit der König endlich mal vernünftige Streitkräfte kriegt hier. Achso, haben wir nicht. Müssen wir es noch bestätigen? Wir schwören treuen Dienst. Ofen. Zack. Haben wir. Wir schwören treuen Dienst. Holt euch die Beute. Ja, ich denke mal, Harkon kann zu Wasser. Andocken verringern. Und kann sich die Stadt nehmen. Und dann war's das mit dem Frühling. Ja, mal gucken, was Ulaid noch machen wird. Was? Erpressung? Easily. Ihn bezahlen? Einfluss verringern. Ja. Verringern wir mal den Einfluss. Easily war doch auch schon Asbach. Und eine Fraktion mal wieder zerstört. Gießerei ist auch fertig. Kupfergießerei. Gisli hat noch einen Mediator gekriegt. Rechtschaffen, unbefangene Urteilsfindung ist ein wesentlicher Bestandteil guter Regierungsführung. Ist ein Arschloch, wenn er mal einen König erpresst. So, ausgebildete Kämpfer. Jawohl. Mal wieder was erforscht. Aber wir können gerade doch hier das als nächstes... Unterhaltskosten für Schwert- und Axtkämpfer.
ist dann halt... Ach, plus 5. Aber minus 30 bei der Rekrutierung. Ah, ich will mal ein bisschen die Kavallerie aufwerten. Ah, das kann man hier noch erhöhen. Okay. Wir werden dienen. So. Hakon. Attacke! Ah, warte mal. Den Horizont an. Für Ruhm. Aha, man kann über den Hafen auch angreifen. Setzen. Vertraut auf uns. Das wusste ich nicht. Weil ich wäre nämlich beinahe schon wieder hier außen rumgefahren, hätte 2-3 Runden verschwendet. Und ja. Somit ist jetzt Hakon auch aufgestiegen und Hakon nimmt auch erstmal Streiter. So. Verlasst euch auf uns. Ja, du musst noch. Ausrücken! Doch im. Wir docken gleich an! Nee, bleib mal da auf. Ich überlege gerade. Welche beiden Armeen werde ich nach unten in den Süden verlagern? Ich glaube, ich nehme König Eirik und Hakon. Leid über unsere Feinde! Hakon hat nicht so viele Einheiten. Auch noch ein bisschen mehr. Kriegt er. Bekommst du. Aber Hakon kriegt keine Kavallerie. Ich finde die Kavallerie so grotesk scheiße, Entschuldigung, aber haben auch zu wenig. Dann machen wir hier mehr Infanterie, legen wir ein Augenmerk auf Bogenschützen mit starker Infanterie. Gucken wir noch, bin ich pleite. Ja, fast. Aber wir haben noch 49 Korn, das ist schon mal nicht schlecht. Und er hat dann nach 19 Einheiten so wieder das König. Wir. Er braucht aber auch noch mehr, am liebsten noch eine Kavallerie-Einheit. Hat denn hier irgendwer jemand... Die Krieger sind bereit! Ja, können wir tauschen. Dann kriegt er die von Ketil. Ketil bleibt dann halt auf den Inseln in unserem Heimatland. Und König Eirik wird sich dann unsere nach Feinde Süden begeben. Und ich glaube, irgendwie, was ist mein Fall zu groß? Ich glaube, da habe ich letztes Mal auch schon nachgeguckt. Na gut. Ja. Dann ist jetzt folgender Plan. Wird doch eher ein kurzes Video. ich lasse die hier erstmal rekrutieren. Das wird locker noch bis Winter dauern und nach dem Winter werden wir übersetzen. Und ich denke, da werde ich dann wieder anfangen, ein Video zu machen, wenn es interessanter wird. Ansonsten wird jetzt hier erstmal ein bisschen unten rumgeschoben. Und ja. Das kann man sich hier erstmal sparen. Ich würde dann hier erstmal einen Break machen. Danke fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei der nächsten Folge. Haut rein, ciao!